Kate, schön Sie zu sehen. Was tun Sie denn hier? Das Kriegsministerium wollte mich näher an der Front sehen. Und viel näher kommt man ihr ja nicht ohne Stiefel und Gewehr. Passt auch nicht so gut zum Kleid. Sind alle zufrieden bis jetzt? Joe, es ist fantastisch. Alle sprechen von Ihnen in Washington. Miss Garner, ich muss sagen, dass es mir missfällt, dass Sie hier anwesend sind. Das tut mir leid für Sie. Aber Sie haben hier keine Befehlsgewalt, oder? Ist schon gut, Campbell. Wo bleibt denn bloß Ihre berühmte britische Gastfreundschaft, ha? Sie mischt sich immer ein. Ja. Und dank meiner Einmischung kommandiert der gute Joe hier nun diese Operation. Und außerdem wären wir ohne Sie wohl immer noch in Italien. Gut. Okay. Wollen wir dann also jetzt die Besprechung fortsetzen, Joe? Sicher doch. Wie ich schon vor der Unterbrechung erklärte, steht General Weatherby bei Carentan unter schwerem Beschuss. Und es sind deutsche Fallschirmjäger gelandet. Und was ist dran an den Berichten, dass die Deutschen Panzerunterstützung bekommen? Wohl nicht viel. Wenn General Weatherby unter Druck steht, dann tendiert er zu Übertreibung. Das ist noch nett. Und allein darum verweigern Sie ihm Ihre Unterstützung? Nein. Aber diese angeblichen Panzertruppen hätten schon losfahren müssen, bevor wir hier waren. Also noch vor der Landung unserer Truppen. Sir, feindliche Fahrzeuge nähern sich Chef Dupont. Über das neue Flugfeld können wir ein Aufklärungsflugzeug starten lassen. Ihre Befehle, General? Die Luftaufklärung ist der Bodenaufklärung überlegen. Für Sie gibt es keine Sichthindernisse. Herrlich. Okay, dann wollen wir mal. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Woos. So, wir haben jetzt einen Aufklärer. Flugaufklärer, das werden wir mal, glaube ich, mal nutzen. Mal gucken, ob wir wieder reinkommen. Was dann hier unsere eigentliche Aufgabe ist. Schauen wir mal das große Brett an. Okay. Hier sind wir angestrandet. Mobile Artillerie, Sie werden die Stadt ausradieren. Joe, Sie müssen sofort ein paar Jagdbomber losschicken, um sie aufzuhalten. Natürlich. Okay. Jagdbomber. Das sind sie wahrscheinlich schon und auf geht's. Ich stecke die Flieger mal auf eine Tasse. Herrlich. Hat schon mal gut funktioniert. Die aufklären jetzt. Irgendetwas stimmt hier. Anflug feindlicher Jäger. Wir müssen unsere Jäger starten lassen. Gut, dass Sie uns über die feindlichen Verstärkungen informiert haben, Campbell. Herrlich, ja, Jäger, okay. So, pass auf. Bringen Sie einfach alle hoch. Zack. Den haben wir gleich. Steht der ran. Da kriegt er runter. Ja, tschüss. Ja. Bam. Den haben wir. So. Ich kriege keine Aufklärung mehr von dem. Was ist unser Aufklärer? Der Aufklärer ist weg. Verdammte Scheiße, unser Aufklärer ist weg. Unser Aufklärer abgeschossen. Nein, von Aufklärer. Will er nichts machen? Weil ich keinen Aufklärer habe. Hallo? Ich brauche einen Aufklärer. Ich habe nur Lufteinheiten.
kann da nicht sagen, dass er da angreifen soll. Wenn ich den nicht aufgeklärt kriege, ist schon scheiße. Das ist ja blöd. Ah, jetzt habe ich wieder einen Aufklärer. Sehr schön. So, den stellen wir mal hier schön in den sicheren Bereich auf. Moment, beschränkt sich das auf Luftkampf? Mhm. Wo bleibt der Aufklärer? Hallo, Aufklärer? Hier hin? So, am Feuer. Ah, ich kann den Flieger bauen noch, also okay, alles klar. Bomber? Ja, Flieger. Achso, noch ein Jagdbomber. Zack. Lass es vernichten jetzt. Mal sehen. Ah, pst. Ihr Einsatzziel lautet, Valonia einzunehmen. Die letzte Position vor Cherbourg. Was erwartet mich da? Die Überlebenden der 919. Sie haben Grenadiere, Panzerabwehrstellungen und Flugabwehreinheiten in einer Kampfgruppe zusammengezogen, um die Vororte zu halten. Na super. Wie sieht das Inneren aus? Genauso wie in Valonia, aber nicht so starke Einheiten. Und hier, entlang der Küste? Eine andere Kampfgruppe, mit Panzern. Feindliche Luftunterstützung? Laut unseren Quellen, keine. Da wäre ich nicht so sicher. Die Deutschen haben ihre Flugzeuge auf kleinen Landebahnen und Feldern versteckt. Aber da haben wir sie doch wochenlang bombardiert. Unsere Leute bei der Resistance? Jene Leute, die auch die 17. Panzergrenadierdivision übersehen haben? Hören Sie mich. Warum? Sie haben hier nichts zu sagen. General, es ist Ihre Entscheidung. Aber der Feind ist vielleicht stärker, als Sie denken. Unser Hauptziel lautet, die deutsche Basis auszuschalten. Gut, das wird nicht einfach. Das können wir verraten. Meinen Berichten zufolge verfügt der Feind noch über einige Panzer. Wir werden Luftunterstützung benötigen. Ja, ein paar. Gucken, was können wir denn soweit machen? Können wir... erreicht man, indem man das jeweils best geeignete Flugzeug einsetzt. Was? Können wir irgendwo bauen? Ja. Okay. Sheridan, Sie könnten zur Ausschaltung der feindlichen Panzer mehr Jagdbomber einsetzen. Ja, ist in Arbeit. So, wir brauchen einen Aufklärer. Auf der Seite. Wo ist denn ferner hier? So. Gehen wir mit der Mission los, oder? So. So, da fliegt er schon mal zurück und lädt auf, das ist gut. Wir haben ein bisschen Kohle. Wir sollten uns ein paar Panzer gönnen. Ein Aufklärer, den ich hierhin haben will. So. So, wir brauchen einen Aufklärer. Mal sehen, Warhawk. Kann Luftziele und leichte Bodeneinheiten angreifen, aha. Was ist das? Thunderbolt. Kann Bodenziele angreifen, aber auch gegen Flugzeuge. Und dann haben wir hier den Mitchell. Bombardiert auch nicht identifizierte Ziele. Wenn wir davon vier Stück bauen. So. Wo denn? So.
Okay. Ich habe noch nicht so richtig den Plan, wie ich das jetzt alles hier regel. Hey! Du Spacken! Der Feind sollte doch keine Flugzeuge mehr haben. So stand es jedenfalls in unseren Geheimdienstberichten, Miss Garner. Eine faule Ausrede. Wie wollen Sie als Geheimdienstoffizier bei der Eroberung Europas helfen, wenn Ihre Berichte ungenau und überholt sind? Sofort starten. Und dann starten wir die Jagdbombe auch nochmal zur Sicherheit. Okay, die Lufteinheiten, das hat noch ein Problem. Ah, ich muss auch an die Ressourcengewinnung denken. Ich bin ganz verpeilt. Sorry. Oh ja. Hallo? Hä? Mich verarschen? So. So, ja. Du verlegst dich mal hier hin. Weil er ist so stark geschwächt schon. Mal gucken. Die Einheit ist auch zu stark. Ein deutsches Aufklärungsflugzeug befindet sich in diesem Gebiet, Sir. Das ist nicht gut. So können sich unsere Truppen nicht verborgen halten. So. Oh oh, so. Ein paar Jagdflugzeuge nicht abbringen. Die deutschen Luftabwehrstellungen ausschalten, bevor wir Luftunterstützung anfordern können. So. Jagdflieger bei euch. Da müssen wir die hier schnappen. Hopp. Dann gehen wir hier hin. Die Deutschen haben Panzerzerstörer aufgefahren. Verflucht! Halten Sie Ihre Panzer von denen fern, Joe. Die Deutschen verfügen über Panzeraufklärer. Aufpassen, Sheridan. Keine Gefahr für Panzer, aber für Infanterie. Selbst in Wäldern. Die Einheit steht unter schwerem Beschuss. Ah, scheiß Flak da hinten. Die ist echt nervig. Starten eine Bodenoffensive, General. Ja, sehe ich. Luftabwehr können wir nicht bauen, ne? Das ist aber ärgerlich. So ein Ding schon. Wir brauchen Rohstoffe. Machen wir viel mehr Rohstoffe erstmal. Erstmal die Rohstoffe überall sichern. Oh, was ist das denn? Schönes. Wo ist er? Da. Das kann ich gar nicht angreifen. Warum nicht? Ach, weil die auf Taste 1 sind. Ja, sorry. So. Diving brake engaged. Dropping airmail. No more candy.
Bist du denn? Bleibst du mal da? Spacken? Feigling. Achso, daher Federwind. Ja, eine gute Sache. Ja, die haben wir gleich. Wie sieht's aus? Da ist gut. Hier ist auch noch gut. Alles klar. Ja, da ist noch eine verkackte Flak. Oh, alles schön ein Stress. So. So. Das ist ja das Problem im Moment. Die müssen wir uns schnappen. Gut wäre natürlich das Fallschirmspringer-Einheiten. Kriegen wir erstmal, haben wir genug Einnahmen für Panzer? So, die werden wir mal hier auch stationieren. Ich brauche schneller Geld.